Wenn man es sich näher ansieht, wird es noch rätselhafter. Das war sicher viel Arbeit. Fotos, Notizen, Zeitungsschnipsel. Ich frage mich, was das alles bedeutet. Das war sicher viel Arbeit. Fotos. Seit ich aus Frankreich gekommen bin, habe ich den Eindruck, dass mich jemand beobachtet. Die Puppe wurde für das nächste Opfer hergerichtet. Aber wer wird das sein? Ich hoffe, dass er den Kaffeebecher nicht mit Handschuhen angefasst hat. Ein professionell gesicherter Fingerabdruck. Seit ich aus Frankreich gekommen bin, habe ich den Eindruck, dass mich jemand beobachtet. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, dass dieser Haken in einem Körper steckt. Die Puppe wurde für das nächste Opfer hergerichtet. Aber wer wird das sein? Ein Führerschein im Schrank? Wer fährt denn schon nur mit der U-Bahn? Mark Taines Führerschein. Hier ist der Putz irgendwie anders. Wollte der Besitzer etwas verstecken? Das nennt man Versuch und Irrtum. Ein zerbrochener Spiegel, wie im Übungsraum des Balletts. Dieser Schlüssel muss geschlossen werden. Ein schwerer Schraubenschlüssel. Die Tür ist versperrt. Wir brauchen eine andere Lösung. Das funktioniert nicht. Blut in der Garderobe. Das ist verdächtig. Das nennt man Versuch und Irrtum. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Was macht ein Eimer mit Wasser hier? Das nennt man Versuch und Irrtum. Es ist Mark Taine.
Wer ist dann der Mörder? Dieser Mensch hatte für den Puppenspieler keinerlei Wert. Der Mörder ist geflohen. Wer ist es? Wir brauchen eine andere Lösung. Es wird höchste Zeit zu fliehen. Schön dicke Rauchwolke. Kein Wunder, muss ja irgendwie die Wärme loswerden. Nichts Ernstes? Na, solange das Fahrzeug nicht brennt, gibt es keinen Grund zur Sorge, Senorita. Wie lange wird es dauern? Was? Die Reparatur. Also wenn das ein gutes Auto wäre... Dann wäre es gar nicht erst kaputt gegangen. Ich weiß schon. Ich meine, wenn das ein gutes spanisches Auto wäre, hätte ich die richtigen Ersatzteile dafür. Ach so. Was ist denn eigentlich kaputt? Na, ich weiß noch nicht. Vielleicht der Kühler. Können Sie das Auto heute reparieren? Ich glaube nicht. Das könnte schon ein paar Tage dauern. Was haben die mir nur für einen Schrotthaufen vermietet? Es wundert mich, dass Sie überhaupt so weit gekommen sind. Sie brauchen den Schlüssel, oder? Sicher. Was denken Sie denn? Na gut, dann hier. Die Stadt sieht so leer aus. Kommen Sie von weit weg? Aus Paris. So eine weite Reise und dann kommen Sie in dieses Loch hier? Ich handle mit antiken Büchern. Also das hätten Sie mir gleich sagen können, dass Sie... Wie komme ich denn dorthin? Ah, es ist ganz in der Nähe, beim Marktplatz. Alles hier ist ganz in der Nähe. Gibt es hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten? Ja, viele sogar. Die meisten sind aber ziemlich alt und verfallen. Sie meinen dieses Schloss da auf dem Hügel? Nein, ich meine die Bewohner hier. Ich sehe mich mal in der Stadt um. Bis gleich. Keine Eile, ich brauche sowieso länger für die Reparatur. Ein Wagenheber. Ich habe dieses Auto fast kaputt gefahren. Jede Menge nützlicher und unnützer Sachen, wie in jeder Werkstatt. Was soll ich mit dem Rad? Was soll ich mit dem Rad? Eine Grube voller Ratten. Ich glaube, dieser Schlauch muss repariert werden. Den brauche ich jetzt nicht. Das sieht wie eine Geisterstadt aus. Wasser sieht irgendwie abgestanden aus. $0.50 sind sicher praktisch.
Für so eine Stadt ist das sowieso zu viel. Für so eine Stadt ist das sowieso zu viel. Es riecht nach alten Büchern. Antoine Souriant? Das ist richtig, junge Dame. Mein Name ist Nicole Bonnet. Ich bin Amerikanerin. Ich habe Geschäftskontakte zu einigen Händlern in New York. Wurde ich Ihnen empfohlen? Ich bin keine Kundin. Ich komme wegen etwas, das nichts mit Ihrem Geschäft zu tun hat. Trinken Sie mit mir ein Glas Wein von meinem Weingut? Lieben gerne, aber später vielleicht. Gut, dann kommen Sie zur Sache. Worum geht es? Ihr Leben ist in Gefahr. Das ist kein Wunder mit 70. Nicht wegen Ihres Alters. Jemand will Sie umbringen. Das kann ich nicht glauben. Was geht nur in euch jungen Leuten vor? Ich muss ein wenig ausholen. Das wäre gut. Ich arbeite für die amerikanische Regierung. Ich bin hier, weil ich einem Serienmörder auf der Spur bin, der aus den USA nach Europa gekommen ist. Ist das hier so eine Art versteckte Kamera für eine Fernsehshow? Nein, ist es nicht. Die französische und die amerikanische Polizei arbeiten fieberhaft gemeinsam an diesem Fall. Aber was habe ich denn damit zu tun? Der Täter hat Sie als sein nächstes Opfer ausgesucht. Mich? Warum denn? Das wissen wir nicht. Kennen Sie einen Mark Tane? Ich weiß nicht. Wer ist das? Der Täter gibt sich als er aus. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ich hatte nie viele Feinde. Es gab ein paar Beschwerden von Kunden, aber so etwas? Er tötet nicht aus Hass oder Rache gegen einzelne Personen. Warum denn dann? Er hasst die ganze Welt, das Schicksal, seine eigene Vergangenheit. Ja, darüber habe ich etwas gelesen. Im Grunde ist unwichtig, wer die Opfer sind. Aber Sie passen in das Schema, das der Täter verfolgt, und er wählt Sie genau aus. Aber warum denn ich? Das ist doch lächerlich. Das kann ich dem Mörder leider nicht klar machen. Was ich meine ist, dass Sie die Situation falsch einschätzen. Nein, ich war in der Wohnung des Täters, aber er konnte entkommen. Ich denke aber, dass er sich seine Opfer nach einem bizarren Schema aussucht und dass Sie der Nächste sein sollen. Was denn für ein Schema? Das weiß ich nicht, aber er verfolgt bei jedem Opfer den jeweiligen Familienstammbaum bis zur Französischen Revolution zurück. Da fällt mir ein, es ist wahrscheinlich nicht wichtig, aber kennen Sie die Namen der Opfer? Luc Crispien, Marie Parker, Jeanne Murphy, Gilbert Momentel, Elisabeth Soupeau, René Fourier. Ich habe Fotos von den Aufzeichnungen und seinen genealogischen Nachforschungen gemacht. Ich sehe leider sehr schlecht, aber ich würde mir das gerne näher ansehen. Haben Sie hier einen Computer? Ich bin sehr altmodisch. Leider nicht. Ich könnte alles ausdrucken. Das wäre gut. Ich werde inzwischen meine Archive durchsehen. Ich habe da eine ganz bestimmte Liste, die ich finden will. Dann gehe ich jetzt die Fotos ausdrucken. Das können Sie im Laden tun. Ob es regnet oder nicht, man muss vorbereitet sein. Fassen Sie das bitte nicht an. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich gerne mal einen Blick darauf werfen. Der Laden hat geschlossen.
Ich habe die Fotos noch nicht. Der Laden ist geschlossen. Dann ist der Besitzer in der Werkstatt. Danke. Dann sehe ich dort nochmal nach. Er ist bestimmt da. Was macht das Auto? Es geht voran. Was heißt das? Ich habe die Teile bestellt. Wann kommen sie an? Sie werden sich noch gedulden müssen. In ein paar Tagen erst. Was ist denn das Problem? Sie haben kein spanisches Auto. Man hat mir gesagt, dass ich den Ladenbesitzer hier treffe. Das stimmt. Wann ist er denn immer hier? Er ist schon hier. Dann sind Sie der Ladenbesitzer. Sie sind eine gute Detektivin. Detektivin? Ach, das ist die weibliche. Können Sie mir ein paar Digitalfotos ausdrucken? Kein Problem. Morgen früh? Ich brauche sie jetzt. Ich habe aber noch zu tun. Ich dachte, die Teile wären noch nicht hier. Ich dachte mir, ich nehme das Auto komplett auseinander und baue es wieder zusammen. Als Übung. Das ist keine gute Idee. Am Ende haben Sie noch Teile übrig und wissen nicht, wo die hingehören. Was ist daran nicht gut? Dann haben Sie doch Ihre Ersatzteile. Bitte, können Sie die Fotos nicht jetzt ausdrucken? Warum dauert denn immer alles bis morgen? Ich sehe schon, bei Ihnen muss immer alles bis gestern dauern. Dann ist heute doch ein guter Kompromiss. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Seit Sie hier sind, geht hier alles drunter und drüber. Zumindest ist es nicht langweilig, oder? Manche Menschen mögen Langeweile. Ich komme später wieder. Sind die Fotos schon fertig? Ja, sind sie. Schon eine ganze Weile. Aber Sie sind ja erst jetzt gekommen. Ich hatte so viel zu tun. Ich musste dieses... Was kosten denn die Ausdrucke? 68 Euro. Schreiben Sie das mit auf die Rechnung für das Auto? Oh, nein. Morgen hätte ich das schon tun können, aber Sie mussten ja stur bleiben. Ich komme gleich wieder und bezahle. Ich komme später wieder. Hübsche Töpferware. Ich frage mich, ob sie zu verkaufen ist. Eine Gitarre. Kann man Mechaniker und Flamenco-Meister gleichzeitig sein? Normale Waren. Dies und das. Diese Figürchen, die rufen ein ganz schlechtes Gefühl hervor.